Ja, komm mal her, komm mal her. So läuft hier der Schnitthansel rum, ja? Das Bier. Bei der Maschine hier nochmal eins obendrauf. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools.tv. Mein Name ist Sebastian und wir haben heute mehrere Premieren. Die Premiere Nummer 1, wir haben kompakte Bandsägen hier heute im Test. Nämlich wirklich Bandsägen im Tischbereich. Gerade für das Thema DIY sind diese Bandsägen natürlich absolut prädestiniert. Und die große Premiere, die wir noch haben, ist, wir haben das erste Mal hier auf dem Kanal Record Power. Record Power kennt ihr sonst nur von Maschinenhandel Meier bzw. auch von dem YouTube-Kanal Maschinenhandel Meier, den ich euch auch hier oben mal verlinke. Viele von euch werden ihn kennen. Wenn nicht, schaut doch gerne mal dort vorbei. Und natürlich gibt es heute auch wieder etwas zu gewinnen. Ja? Wir werden uns all diese Sägen anschauen, schauen, welche Sägen wie hier gegeneinander stehen, welche Sägen vielleicht auch die richtige für dich ist. Und wenn du heute mit uns zusammen in den Kommentaren interagierst, wenn du deine Meinung, deine Erfahrung auch mit diesen Bandsägen mit uns teilst, dann hast du die Chance, diese Metabo-Bandsäge zu gewinnen, die BAS 261. Ich bin gespannt. Heute also das Thema Bandsägen hier im kompakten Format. Und das ist natürlich gerade für dich zu Hause wahrscheinlich genau die Lösung. Denn wenn man eine Bandsäge haben möchte, und die ist für viele Dinge ja sehr interessant, ist es so, dass Bandsägen häufig einen sehr großen Bauraum haben. Sie haben meistens Füße, so wie die Bandsäge dahinter, ganz hinten von Holzmann, beziehungsweise sind dann noch größer. Dann werden die Füße auch immer größer, wenn es natürlich einen sicheren Stand gibt. Und dann wird das überhaupt nicht mehr kompakt und ist für viele von euch auch nicht mehr realisierbar in der kleinen Werkstatt. Und genau dafür sind diese Geräte da. Und deswegen dachte ich, ich mache für euch mal einen Test, einen Vergleich genau dieser Geräte. Und ihr könnt sehr gespannt sein, denn wir haben hier auch eine sehr große Spreizung im Preis und auch von der Güte der Geräte. Ja? Und das schauen wir uns gleich an. Ich freue mich auch heute, dass wir hier Record Power mit am Start haben. Das heißt hier die Geräte von Maschinenhandel Meier. Viele von euch denken vielleicht, dass wir YouTuber und so uns gar nicht so richtig kennen, dass es da irgendwo noch Beef gibt, aber das ist gar nicht der Fall. Denn mit den Jungs und Mädels von Maschinenhandel Meier haben wir ein gutes Verhältnis, haben uns schon öfter unterhalten und ich freue mich, dass wir hier so auch wirklich in eine engere Kollaboration kommen, ergo enger zusammenarbeiten und auch der Kanal Maschinenhandel Meier bzw. der Shop auch das Vertrauen hat, dass wir die Geräte hier heute mit im Test haben können. Wir haben hier die Holzmann HBS 245. Da haben wir die Record Power BS 250 Kompakt, die Record Power BS 250, die Metabo BAS 318 und die Holzmann HBS 230 HQ. Kommen wir aber zum Thema Preis der Geräte. Und wie immer findest du ein Top-Angebot unten in der Videobeschreibung, wie auch den ehrlichen Preisvergleich. Und dann schauen wir hier mal, was kosten die Geräte eigentlich. Und das wird ganz interessant, vor allem wenn du nachher oder wenn wir uns die Leistung und die Güte der Geräte anschauen. Wir sind hier bei Holzmann, bei dem einfachsten Gerät, sind wir hier im Bereich von so etwa 250, 260 Euro. Hier bei Metabo sind wir bei rund 300 Euro. Denn hier bei Record Power, bei der kleineren Maschine oder ich sage mal einfacheren Maschine, sind wir so im Bereich bei 350 Euro. Hier bei der Maschine sind wir jetzt im Bereich so etwa bei 400 Euro. Und bei der großen hier, ich sage bewusst der großen, sind wir bei 500 Euro. Lass uns mal einen kurzen Blick auf die technischen Daten von allen Geräten schauen. Aus meiner Sicht gibt es drei zentrale Dinge, in die sich die Geräte auch unterscheiden und die für euch auch relevant sind. Das ist Nummer eins, die Schnitthöhe, die Durchlassbreite und die Geschwindigkeit, mit der sich das Sägeblatt
entsprechend bewegt. Lass uns gleich mal über diese drei Begriffe sprechen, weil wir die jetzt auch gleich immer wieder benutzen. Nummer eins ist das Thema Sägeblattgeschwindigkeit. Du hast ja hier das entsprechende Blatt und dieses Blatt hat natürlich eine Geschwindigkeit. Oder ich zeige das mal hier am besten. Die Geschwindigkeit ist hier angegeben natürlich, wie schnell bewegt sich hier entsprechend das Rad beziehungsweise dementsprechend dann auch das Blatt. Je schneller das Blatt sich bewegt, umso schneller kannst du natürlich auch sägen. Das ist Nummer eins. Das ist die Blattgeschwindigkeit. Das nächste Thema ist die Durchlassbreite. Ja, wie breit ist es genau von diesem Punkt bis zum Blatt? Dementsprechend ist es so, je kleiner das Ganze ist, umso kleiner ist natürlich auch das Werkstück, was du hier durchschieben kannst. Nehmen wir mal an, das Blatt würde hier stehen, dann hättest du maximal dieses kleine Stück, wo du hier ein Stück Holz durchtun könntest, ja. Und dementsprechend ist diese Breite hier schon entscheidend für dich. Und das dritte ist entsprechend die Sägehöhe, ja, die Höhe, in der wir das Ganze hier einstellen können. Ja, hier in dem Fall, Moment. Ja, können wir das entsprechend hier nach oben stellen und haben hier eine maximale Höhe, die wir hier das Holz durchführen können. Und das sind die drei Größen, die entscheiden, ob auch für dich das richtige Gerät ist. Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du möchtest zum Beispiel 30 cm Durchlassbreite haben, dann gibt es hier Geräte, die eben für dich nicht passen. Und jetzt werden wir uns alle Geräte im Detail anschauen, so wie ihr das kennt. Und ich will versuchen, für euch rauszuarbeiten, welches Gerät für euch am besten passt. Denn es gibt verschiedene Eigenschaften natürlich, die für dich persönlich am wichtigsten sein können. Und eins davon kann natürlich auch der Preis sein. Dementsprechend fangen wir beim günstigsten Modell an und arbeiten uns mit dem Preis immer weiter nach oben. Also ab zur Holzmann. Nochmal zur Erinnerung, wir haben hier bei der Holzmann einen Preis von rund 260 Euro. Übrigens am Ende bekommt ihr noch ein paar Hinweise zur Einstellung und Handhabung von Bandsägen. Schauen wir uns das Gerät erstmal von außen ein bisschen an und was auffällt ist, dass hier oben ein Griff ist, was ich ein bisschen ungewöhnlich finde, weil es ja eigentlich ein stationäres Gerät ist, was du nicht unbedingt jeden Tag jetzt hoch und runter nimmst. Weil wir haben hier schon ein beträchtliches Gewicht, da finde ich den Griff hier ein bisschen überflüssig, aber kann man natürlich machen. Dann schauen wir uns mal eine Sache an, die richtig, richtig gut ist, und zwar hier unten, und zwar das hier. Das ist wirklich gut, und zwar habt ihr hier ein Staubfach. Das ist hier nochmal gesichert, über diesen Federmechanismus hier. Und hier unten entsprechend ist dann der Staub drin und die Späne. Und ihr könnt es einfach rausnehmen und wechseln. Es führt aber auch dazu, dass garantiert hier unten entsprechend sich auch Staub sammelt. Wir werden das nachher auch ausprobieren, werden hier ein bisschen was sägen und werden schauen mal, was hier unten bei rauskommt. So, dann schauen wir uns mal den Tisch an. Grundsätzlich nehmen wir mal das hier beides ab. Und auch das hier. Grundsätzlich haben wir hier einen relativ einfachen Tisch und eine Sache fällt gleich auf, und zwar das hier. Der Tisch ist sehr instabil. Ja, die ganze Maschine ist relativ instabil, wenn man sich das hier so anschaut, ein bisschen aus Entfernung, ja, seht ihr hier, auch in der Richtung ist er relativ instabil. Ja. Was auch auffällt, also das Ganze ist relativ instabil und wenn ihr jetzt hier ein größeres Stück Holz drauf bearbeitet, dann ist es so, dass ihr hier natürlich auch dementsprechend hier, selbst, also ich nehme nur das Stück Holz und übe jetzt ein bisschen Druck aus und wenn ihr jetzt hier von hier schaut, ist es so, dass natürlich dadurch auch der Schnitt verlaufen kann. Ja? Und da machen schon 1-2 mm jede Menge aus. Das finde ich sehr, sehr schade, dass das hier so instabil ist. Die nächste Sache, die auffällt, ist, wir haben hier einen sehr schönen Mechanismus zum Öffnen. Ihr könnt einfach drehen und es ist offen. Das finde ich super. Ihr kommt hier wunderbar entsprechend an den Mechanismus ran und könnt jetzt hier schauen, ob ihr irgendwas einstellen müsst, könnt ihr das Blatt wechseln und so weiter und so fort. Aber jetzt kommen wir zu einem riesen Knackpunkt und zwar das hier. Hier ist ja die Höhenverstellung. Dazu könnt ihr Folgendes machen. Ihr müsst das Ganze hier auf der Rückseite, müsst ihr das hier lösen. So, und dann könnt ihr das hoch und runter stellen. So, ich stelle das jetzt mal hier nach ganz unten, das machen wir jetzt mit allen Geräten auch, auf die tiefste Einstellung. Jetzt befestige ich das Ganze wieder, so, und jetzt schaut mal, was wir jetzt hier machen können. Ja, also von hier, wir können das ganz, ganz leicht hier bewegen. Und das Ganze, was wir hier sehen, was hier alles, ist alles Kunststoff. Das hier ist Kunststoff. Das hier an der Seite ist Kunststoff. Auch hier, das hier
alles Kunststoff. Das heißt, das Einzige, was wir hier im Metall haben, ist nur hier das eine Zahnrad an der Stelle. Und übrigens, der Strom ist aus, also keine Sorge, mir kann nichts passieren. Wir haben hier Metall, aber ansonsten ist das ganze Teil, schaut mal hier. Ja, das ist sehr, sehr wackelig. Ja, und wenn ihr das Ganze verstellen wollt, dann geht das wirklich schon gut, da kann man nichts sagen. Ja, alles kein Thema, aber ihr bekommt halt auch wirklich etwas, eine Lösung, die jetzt nicht die stabilste ist. Und ihr seht auch hier, das ganze Teil an sich kann ich halt in sich verbiegen. Und jetzt hier ist es natürlich so, dass aufgrund dessen es für euch sehr schwer ist, einen ordentlichen Schnitt hinzubekommen. Gerade bei Bandsägen ist es so, dass Masse sehr, sehr hilft, also mega hilfreich ist. Denn das es ist so, dass ihr natürlich ein sehr freistehendes Blatt immer habt. Und wenn die Punkte, auf denen das Blatt läuft, dann auch noch so gegeneinander sich verwindern können, dann ist es für euch sehr schwer, einen schön ordentlich auch winkligen Schnitt hinzubekommen. Ich glaube, diese Säge im Allgemeinen ist eher etwas, womit ihr, ich sag mal, so einfache Laubsägearbeiten machen könnt. Aber wenn ihr zum Beispiel mal so einen Balken hier auftrennen wollt, hier einfach hier so durchschneiden wollt, dann werdet ihr es hier auf jeden Fall schwer haben. Auch hier unten haben wir jetzt eine sehr einfache Öffnung hier, um das Ganze zu öffnen. Und schon ist es auf. Und dann schauen wir uns das Ganze hier mal an. Hier haben wir eine einfache Kraftübertragung, alles kein Problem. Haben hier auch ein einfacheres Rad und haben hier unser Sägeblatt drauflaufen. Ja. Alles kein Thema, natürlich wie man es kennt hier mit Kugellagern und so weiter. Das passt erstmal grundsätzlich, dass es da ist, aber wir sehen hier auch, dass das Ganze im Verhältnis relativ einfach ein dünnes Material ist. Was wir noch dazu bekommen für den oberen Bereich ist hier ein Anschlag oder ein Parallelanschlag. Der wird hinten, hier sieht man hier, nur geklemmt, ja, hier festgeklemmt, aber immerhin können wir einsetzen. Festmachen. Dann haben hier auch eine Möglichkeit, es abzulesen, aber das ist nur eine grobe Orientierungshilfe. Also ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, dass das jetzt wirklich euch viel bringt. Ihr müsst auf jeden Fall hier nachmessen, ja, ob wir jetzt hier wirklich, wir probieren es einfach mal aus, hier steht, wir haben 3,1 cm, ja, so in etwa stimmt das Ganze auch, 3,1, 3,2. Ja. Es ist auch recht schwer abzulesen jetzt hier von oben, muss man immer bedenken. Was ich noch erwähnen möchte, ist Folgendes, und zwar, wir haben hier keine Dichtung. Das heißt, es ist ja so, dass das Blatt hier diesen Weg abfährt und dementsprechend wird natürlich auch Staub hier nach oben befördert, der auch hier drin landet. Und der landet erstmal hier in dem Bereich und kann dann, dadurch, dass es keine Dichtung ist, hier auch durchfallen oder wird wahrscheinlich auch hier durchfallen. Und das Metall schließt nie so, dass es die ganze Zeit hier drin bleibt, sondern es wird auf jeden Fall hier in dem Bereich durchrieseln. Nur, dass ihr das wisst. Wir haben jetzt mal den Strom angeschlossen, damit ihr das hier sehen könnt. Wir haben hier hinten noch eine Lampe und können das Ganze hier noch irgendwo hin positionieren. Hier über den Schwanenhals, den wir an der Rückseite haben, ja, können wir irgendwo hinstellen und dann schauen, dass wir den Arbeitsbereich hier ausleuchten. Zusätzlich haben wir übrigens auch das hier noch. Ob das jetzt wirklich für euch nutzbar ist oder nicht, müsst ihr selber entscheiden. Einen genauen Winkel werdet ihr nicht hinbekommen. Es kann aber schon euch was bringen, um hier das Holz ein bisschen durchzuführen. Aber jetzt Qualität ist es natürlich nicht. Ja. Wir werden jetzt mal Folgendes machen. Wir nehmen jetzt hier unser Stück Holz. Wir haben hier übrigens ein Maß von 8 cm mal 16, aber für euch jetzt relevant ist diese 8 cm. Wir werden alle sägen mit 8 cm entsprechend sägen. Wir nehmen jetzt hier dieses Stück, sägen es komplett durch und dann schauen wir uns mal an, wie winklig ist das Ganze. Bevor wir uns jetzt das Holz anschauen, schauen wir mal, wie das hier unten aussieht. Hier haben wir jetzt schönes Sägemehl drin. Hier unten in dem Bereich ist wenig da. Das sieht gut aus. Ja, interessant. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so gut auffängt. Ist natürlich, wie man das kennt, hier einiges drin. Wir haben jetzt auch ohne Absaugung gearbeitet. Das ist nochmal ganz wichtig. Schauen wir uns das nochmal an. Wir haben gerade gesehen, wie das Sägeblatt hier auch durch das Material ging. Wir müssen natürlich sagen, wir haben hier ein sehr weiches Holz. Ja, dementsprechend hat das Ganze auch sehr gut funktioniert. Wir sind schön durchgekommen. Aber die Winkligkeit ist jetzt nicht unbedingt perfekt.
Wir leuchten jetzt hier mal hinter. Wenn wir jetzt hier mal so schauen, seht ihr hier, wir haben einen recht runden Schnitt. Ja? Also gerade ist es wirklich anders. Und wenn wir das ja auch mal jetzt im Verlauf anschauen, ja, verläuft es immer mal wieder. Wir haben hier wirklich einen sehr runden Schnitt. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier gerade entsprechend entlang schneiden. Jetzt lege ich es hier unten nochmal richtig an. Ihr seht, das sind schon so 2 mm, die wir hier raus sind. Lass uns doch mal zusammen das Thema Absaugen anschauen. Und zwar haben wir hier die Absaugvorrichtung und haben ein Problem. Und zwar hier ein ganz normaler Staubsauger. Schaut mal, passt nicht rein. Ist zu groß oder ist zu klein, besser gesagt. Die Öffnung ist zu groß. Wenn wir jetzt aber eine richtige Absauganlage haben, so wie hier die große von Metabo, die wir heute nutzen, dann hast du natürlich hier Folgendes, und zwar eine viel zu große Öffnung. Die passt hier auch nicht drauf. Ja, schaut mal hier, das ist viel, viel zu groß. Das funktioniert auch nicht. Also brauchst du hier wirklich einen Adapter, um entsprechend absaugen zu können. Kommen wir zum Metabo, zu BHS-261. Und jetzt möchte ich, dass ihr noch mal eine Sache euch vergegenwärtigt. Wir haben hier ein Gerät, so im Bereich 240, 250 Euro. Wir haben hier ein Gerät, das kostet rund 50 Euro mehr, so um die 300. Teilweise bekommt ihr es auch schon so für 280. Das heißt, wir haben hier das Gerät, das kostet zwischen 40 und 60 Euro etwa mehr als die Holzmann. Mal schauen, was sie bringt. Schauen wir uns auch hier wieder das Gerät nochmal an. Hier haben wir übrigens keinen Griff oben, aber wir haben hier ein wesentlich schwereres Gerät, auch mit wesentlich mehr Materialeinsatz. Nehmen wir erstmal hier den Anschlag und das beides weg und schauen uns das mal an. Der Tisch an sich ist wesentlich stabiler, hat auch wesentlich mehr Material drin. Schauen wir uns mal an, wie das hier ist. Moment. Also man kann mit viel Gewalt ein bisschen herstellen. Mann, ich stelle mal richtig hin hier. Also mehr als das hier bekomme ich nicht hin. Also ihr seht, nochmal im Vergleich. Ich möchte es euch nochmal zeigen, im Vergleich. So. Das muss doch gehen hier. So. Also mehr geht nicht. Also ihr seht, das ist ein viel, viel stabileres Gerät. Auch was ich vorhin gezeigt hatte hier. Also ich nehme es, ich will es, damit ihr mir wirklich glaubt, dass das hier ordentlich ist. Ich fasse hier wirklich an. Also das ist in sich viel, ist das wirklich so unstabil? Oh, ist ja Wahnsinn. Schaut euch das mal an. Da, nichts, also hier bewegt sich nichts. Ich krieg's nicht hin. Also das ist wie ein Stück Stahl hier. Also wie ihr seht, das ist ein viel, viel massiveres Gerät. Und lasst uns mal gleich hier reinschauen. Hier ist es so, ihr müsst wirklich hier drehen. Und dann habt ihr es auf. Ja. Und ihr seht gleich hier etwas, und zwar haben wir hier eine Dichtung verbaut. Man kann davon halten, was man will, aber sie hält erstmal das Gröbste an Schmutz hier zurück oder Spänen oder Dreck oder was auch immer. Und es fällt natürlich hier, wenn ihr hier mal zwischenschaut, natürlich fällt hier auch mal was rein. Ja? Aber im Wesentlichen sammelt sich das natürlich hier und hier in dem Gehäuse und es fällt etwas weniger hier runter. Ja? Falls es für euch wichtig ist, hier ist eine Dichtung drin. Ihr seht hier auch ein viel massiveres Rad. Also hier ist wirklich viel mehr Material verbaut als jetzt hier bei der Holzmann. Was wir auch sehen, ist, schauen wir uns das hier mal an. Und zwar, hier ist es so, dass wir das hier auch hier schön hoch und runter stellen können. Und auch hier machen wir den Test, ganz nach unten gefahren. Dann können wir das, ich muss mich wirklich immer gut hinstellen. Wir können es minimal bewegen. Also nach vorn und hinten geht es auch ein wenig. Aber im Verhältnis ist das viel, viel weniger. Also das steht schon recht stabil da. Wenn wir das Ganze jetzt mal ein bisschen höher stellen und fest, wartet mal. Moment. Ich hatte das noch gar nicht festgemacht. Ja, ist dasselbe. Also bewegt sich kaum. Okay, jetzt mal nach oben. Ja, und hier, also hier ist es jetzt nicht mehr, quasi nicht mehr bewegbar. Ja, also es ist schon wirklich sehr massiv, finde ich super. An der Stelle, was wir hier übrigens noch sehen, ist hier unten haben wir ein Licht. Das werdet ihr nachher beim Schneiden auch sehen. Das könnt ihr hier ein- und ausschalten.
Ich habe hier extra keinen Strom an. Hier an der Stelle seht ihr dann nachher das Licht. Was wir hier unten sehen, in dem Bereich, wir haben hier keine Schublade, kein gar nichts. Ja, das heißt also, alles, was hier an Staub runterfällt, rieselt dann hier in den Behälter rein und ist dann hier unten drin. Ja, wird dann hier runter transportiert und wenn ihr eine Absaugung habt, wird ein gewisser Teil natürlich hier hinten auch abgesaugt. Ansonsten befindet sich das alles hier drin. Auch hier habt ihr entsprechend eine Dichtung, die dafür sorgt, dass der Staub eher im Gerät bleibt. Ihr bekommt hier auch einen Parallelanschlag dazu. Er klemmt hier so ein bisschen weiter nach hinten. Was ich schön finde, ist, dass es gummiert. Also hier ist ein leichtes Gummi drauf, damit es noch fester hält. Ihr könnt es auch schön spannen. Was ich schön finde, ist das hier, die Libelle, um das Ganze hier ablesen zu können. Man kann das auch wirklich vernünftig ablesen. Ja? Wenn wir es hier jetzt mal auf Null stellen dann und festmachen, seht ihr auch, es steht auch wirklich auf Null. Das finde ich eine super Sache. Das heißt also, ihr könnt damit auch wirklich was anfangen, ja, was hier steht. Das ist schon mal schön. Ihr nehmt das also, spannt es fest und habt jetzt hier, ihr seht, wirklich, also wenn es hier übrigens ein bisschen wackelt, dann nur wegen dem Tisch an sich, ja, nicht weil das Gerät irgendwie jetzt wackelt. Dann haben wir hier hinten schon einen sehr, sehr stabilen Anschlag. Also wir brauchen ja nur bis hier eine Stabilität, ob da hinten was passiert, ist eigentlich egal. Und hier an der Stelle ist er wirklich fest, also das ist schon gut gelöst. Dazu bekommen wir auch hier sowas, ob man, wie ich sage immer wieder, ob man damit was anfangen kann oder nicht, müsst ihr selber entscheiden. Ja, wir können hier einen Winkel einstellen und so. Ja, okay. Fein. Ich denke mal, wir sollten jetzt unbedingt mal was sägen. Schauen wir uns kurz die Absaugung an. Du hast hier verschiedene Möglichkeiten, was du anschließen kannst. Also hier einen größeren Durchmesser für 100er, für 75er, hier, ich glaube, es ist für 50er Innenmaß. Du kannst hier wirklich verschiedenste Modelle anschließen. Finde ich super. Der Original Metabo-Schlauch findet leider hier keinen Halt. Finde ich ein bisschen schade. Könnte man aber machen. Aber was man machen kann, ist Folgendes, hier unsere Absauganlage anschließen. Und zwar kann man einfach die nehmen, hier oben drüber anschließen, fertig. Nochmal ein wichtiger Hinweis. Und zwar ist es so, dass bei vielen Geräten natürlich nicht nur das Gerät entscheidet, sondern auch das Verbrauchsmaterial bzw. das Sägeblatt, was wir hier drauf haben. Das heißt also auch, das Blatt entscheidet natürlich auch den Schnitt. Und deswegen ist es so, dass wir bei den drei Geräten, bei Metabo und bei den beiden Record Power Geräten, haben wir exakt dasselbe Sägeblatt drauf. Maschinenhandel Meier hat mir ein Blatt dazugegeben, das ich auf allen drei Geräten benutzen kann, damit ich wirklich ein identisches Blatt habe, um wirklich auch die Schnittgüte überall gleich auszuprobieren. Dementsprechend werde ich jetzt beim Metabo mit dem Record Power bzw. Maschinenhandel Meier Blatt arbeiten, werde aber danach nochmal einen Schnitt machen. Also das hier ist das Blatt, ja, von Maschinenhandel Meier und werde dementsprechend auch nochmal ein anderes Blatt, das Originalblatt von Metabo reinmachen, damit ihr seht wirklich, wie ist der Vergleich auch zwischen den verschiedenen Blättern. Kann ja sein, dass es die Ergebnisse sich maßgeblich unterscheiden. Das schauen wir uns gleich mal an. Schaut mal hier, wie gut der Schnitt ist. Ihr seht hier nur noch den Rest durch die Holzfasern durch. Ihr seht hier keine Auswölbung, kein gar nichts. Auch wenn ich hier hoch und runter gehe, wirklich, wirklich gut. Auch bei diesen kleinen, fragilen Stücken sieht man, wie schön der Schnitt ist. Ich wechsle jetzt mal schnell auf das Originalblatt von Metabo und dann schauen wir, ob es da genauso gut ist. So. Ist ja aber auch ein Geschraube. Jetzt haben wir das Metabo-Blatt drauf und schauen einfach mal, wie das sägt. Auch hier sehen wir wieder ein sehr gutes Ergebnis.
Ihr habt gerade gesehen, dass das Originalblatt auch einen sehr schönen und ordentlichen geraden Schnitt hergestellt hat. Aber es ist natürlich viel feiner als das Blatt, was wir zuerst benutzt haben. Hier seht ihr das. Das hier ist viel gröber und das Original Metabo ist feiner. Dadurch hat der Schnitt auch viel länger gedauert. Wenn du viel mit größeren Höhen arbeitest, also auch auf hohen Material noch ordentlich Fortschritt machen möchtest, dann bist du mit so einem Blatt natürlich viel besser bedient. Hier sehen wir jetzt zum Abschluss noch das Absaugergebnis. Wir haben wirklich, dass wir relativ wenig Staub hier unten drin hatten. Ein bisschen was ist hier auch in der Dichtung geblendet, aber es waren halt auch nur ein, zwei Schnitte. Kommen wir jetzt zu unserem ersten Record Power, zur BS250. Und schauen wir uns hier, wie bei anderen Geräten auch am Anfang, einfach mal erstmal den Tisch an. Auch hier ein sehr hochwertiger Tisch, auch recht dickes Material. Und schauen wir uns mal auch die Güte an. Auch hier. Man kann es minimal bewegen. In der Bewegung auch minimal. Also das ist schon wesentlich stabiler auch nochmal als Holzmann, aber so auf dem Niveau von Metabo. Schauen wir uns mal auch die ganze Maschine auch. Das ist, also hier merkt man wirklich auch die Qualität der Maschine. Übrigens nochmal zum Preis. Hier sind wir jetzt ja im Bereich bei so um die 350 Euro. Nur noch mal zum Relativieren, also mal 50 Euro mehr als Metabo. Also in Summe hier recht stabil, also sehr stabil, kann man nicht sagen. Jetzt schauen wir uns mal auch an, dass wir das hier mal uns nach unten stellen, wie vorhin ja auch bei den anderen Geräten. Was mir gerade auffällt, guck mal. Was? Der hat hier eine Skala. Oh ja, das stimmt, das hatten wir bis jetzt, glaube ich, noch bei keinem Gerät. Moment, jetzt gehen wir noch mal rüber. Ich glaube, hier hatten wir das auch nicht. Nein, hatten wir nicht. Wir schauen noch mal, Moment. Doch, da. Oh ja. Hier. Da können wir auch grob einstellen, wie hoch das Ganze kommt. Aber von der Seite. Das ist hier schon mal noch eine schöne Sache, dass man es von vorne sehen kann. In Summe haben wir es jetzt mal festgestellt, wie vorhin auch. Oh ja. Moment, das müssen wir mal einen kleinen Tick höher stellen. Sekunde. So. Oh ja, also das ist enorm stabil. Wirklich enorm stabil. Da kann man wirklich gar nichts sagen. Also wirklich, ja, hinten und vorne, das geht ein bisschen. Aber ansonsten wirklich sehr, sehr stabil. Und das heißt, das wird wahrscheinlich wirklich auch ein sehr schöner, gerader Schnitt werden. Lass uns hier mal reinschauen in das Ganze. So, hier sehen wir auch wirklich sehr massives Blatt. Etwas weniger als beim Metabo, also vom Materialeinsatz, was wir hier sehen. Also hier auch entsprechend alles in Metall ausgearbeitet. Hier, ja, soll man groß sagen. Was wir haben hier keine Schnellspannvorrichtung wie bei keinem anderen Gerät vorher. Das werden wir gleich bei Holzmann sehen. Aber bleiben wir erstmal hier. In Summe hier alles sehr wertig gebaut. Schauen wir auch mal jetzt mal nach unten. Was wir unten sehen, ist Folgendes. Wir haben hier auch wieder keine Schublade, wie auch bei Metabo nicht. Das hatte nur Holzmann und wird auch bei Holzmann so bleiben. Was wir hier aber schon sehen, Moment, ist Folgendes. Wir sehen hier keine Dichtung. Ja, wir haben hier und auch dort keine Dichtung, ergo der Staub kann hier direkt durchfallen und auch hier von oben direkt durchfallen. Wir haben hier auch keine Abdeckung an der Stelle, auch hier rieselt sehr gern hier Sägestaub durch, ja? Das wird hier, oder Sägemehl durch entsprechend. So, hier unten sehen wir klassisch ganz normal, wie es bei den anderen Geräten auch aussieht, aber wir sehen hier in Summe, hört das vielleicht auch, wir sehen hier in Summe, das ist ein wirklich sehr massives Gerät. Das ist auch wirklich, wirklich massiv ausgearbeitet hier in Summe. Das ist schön. Also wirklich schön. Ich finde es optisch auch sehr schön. Schönes Grün. Schön gearbeitet. Auch alles sehr hochwertig verarbeitet, was wir hier sehen. Dann haben wir hier unseren Anschlag. Hier hinten mit der Klemmung auch nach unten. Kein Gummi hier. Aber schauen wir mal, wie gut das Ganze sitzt. Wir haben hier eine sehr ungewöhnliche Spannvorrichtung. Wir können das hier jetzt hier so spannen, wie wir wollen. Wir können es theoretisch auch nach oben spannen.
Das macht natürlich eigentlich wenig Sinn. Ich spanne es also nach unten. Was hier an dem Anschlag nicht schön ist, ist Folgendes. Ihr könnt es nicht so schön ablesen. Ja, also wir haben hier keine Libelle, sondern ihr müsst versuchen, das hier gerade runterzulesen. Beziehungsweise, ich glaube sogar, ihr braucht das Teil hier, um es entsprechend abzulesen. Wir probieren das mal aus. Also um das jetzt auf Null zu stellen, müssen wir es jetzt hier einstellen. Von oben hier peilen. Ja, weil von der Seite, ihr seht das jetzt von der Seite, ist irgendwo hier so, aber ihr müsst es von hier von oben nach unten genau ablesen, dann festziehen. Das ist ein bisschen schwer abzulesen. Man muss jetzt aber immer dazu sagen, ich selbst arbeite hier in der Regel auch immer mit dem Zollstock und schaue, dass ich mir hier die Entfernung entsprechend abmesse. Ja. Was ich hier schön finde, ist, dass man dieses Teil hier noch dabei hat, um sich das entsprechend einzustellen. Logisch würde es Sinn machen, sich das so einzustellen, hier kurz hinter das Blatt, das fertig zu machen, weil im Grunde braucht ihr hier hinten keinen Anschlag mehr, könnt hier schön entlang arbeiten. Finde ich schön, ist ein schöner Anschlag eigentlich, bis auf das Thema Libelle. Auch hier haben wir wieder einen Anschlag dabei, auch der ist nicht jetzt der wertigste Anschlag der Welt. Wie gesagt, wir brauchen es eigentlich nur, um es durchzuführen. Ich hätte mir hier einen gewünscht mit einem stärkeren Griff, mit einem höheren Griff, um es hier schön lang zu führen. Aber sei es drum, jetzt wird gesägt. Nein, wir schauen nochmal hinten zur Absaugung. Hier original dabei haben wir den Absaugtrichter und hier auch die Möglichkeit, das mit einem 50er Rohr anzuschließen. Ich finde das hier super, weil der Klassiker an einer Bandsäge ist. Natürlich die 100er Absaugung haben wir hier und das Ganze saugt sich ran und fertig. Wie zu erwarten, haben wir hier wirklich ein wirklich gutes, sauberes Ergebnis, auch über den gesamten Schnitt. Ja, schaut mal hier, sieht wirklich gut aus, absolut top. Schauen wir mal hier unten, wie es aussieht. Uiuiui, hier ist aber wirklich gutes Ergebnis, hier ist kaum was drin. Schaut mal hier, also hier ist wirklich super abgesaugt werden. Das hätte ich gar nicht gesägt. Es hätte die nicht gesägt, da hast du völlig recht. Also das finde ich erstaunlich. Hier oben sieht man kaum was drin. Dann gucken wir jetzt auch mal hier oben rein. Moment, dann gucken wir hier auch mal rein. Das, so viel Zeit muss sein. So. Ja, wie neu. Also hier oben ist fast nichts drin. Das ist alles, was wir jetzt hier haben. Kommen wir jetzt zu Holzmann HBS 245. Das Gerät selbst bekommst du im Bereich so zwischen 350 und 400 Euro, wie ich vorhin gesagt habe. Eher so Richtung 400 Euro, je nach Angebot. Ja, und denk dran, unten findest du einen ehrlichen Preisvergleich. Und jetzt, das Gerät ist ein bisschen merkwürdig an einigen Stellen, da kommen wir gleich noch dazu. Aber wichtig ist nochmal die Einordnung. Wir haben hier also ein Gerät, was etwas über dem Niveau noch liegt hier von der, hier ist er, Record Power. Und schon im guten Bereich über der Metavo. Und was ich merkwürdig finde ist, oder interessant finde ist, wir haben hier ja jetzt hier einen Fuß mit dabei. Das heißt, wir haben hier wirklich einen Standfuß und haben an vielen Stellen ähnliche Dinge wie bei der anderen Holzwand. Zum Beispiel hier auch den Behälter für den Staub. Was ich nicht verstehe, ist der Standfuß, weil er macht eigentlich gar keinen Sinn. Ich zeige euch mal warum. Ich bin jetzt normal groß, ich bin 1,85. Selbst wenn ich jetzt 10 cm kleiner wäre, meinetwegen 1,75, dann ist der Tisch hier zu niedrig. Das macht keinen Sinn. Ja? Wenn ich hier arbeite, ist das einfach für mich zu tief, finde ich, zum Arbeiten. Ich würde bei so einer Bandsäge immer etwas höher arbeiten, um genau zu sehen, wo ich das hier entlang führe. Es ist zwar hier auf der Arbeitshöhe, auf der ich auch normal bin, aber für eine Bandsäge wäre es mir echt zu niedrig. Also das ist so von mir persönlich mein noch ein Hinweis. Dann schauen wir uns mal das Gerät an sich an. Hier haben wir keinen Hebel, obwohl er für mich hier Sinn machen würde, hier eigentlich einen Hebel dran zu haben und Rollen. Also, dass man hier Rollen hat, um das Gerät irgendwo hinzubringen. Aber wir haben hier einfach nur den Tisch. Das Gerät selbst steht sehr stabil da. Da kann man nichts sagen. Ja, das ist kein Problem. Auch wenn es hier drauf, hier auf dem Tisch an sich, etwas instabil ist. Wir haben hier dasselbe Problem wie bei der anderen Maschine. Zeig mal hier auf das Blatt drauf. Da sieht man das nämlich sehr schön, dass ich sie hier sehr schnell hin und her bewegen kann und auch verwinden kann. Ja, hier sieht man das ganz gut. Auf die Art und Weise ist es vielleicht so, dass wir hier auch dasselbe Schnittbild haben. Aber werden wir sehen.
Kommen wir jetzt mal hier zum Tisch. Er ist auf jeden Fall hochwertiger wie von einer günstigen Maschine. Er hat auch eine ordentliche Materialstärke, ja, im Verhältnis zu den anderen. Und er ist hier auch, ja, man kann ihn hier auch verwinden, aber er ist viel, viel stabiler als die kleine Maschine. Ja, absolut. Das hier erstmal gar nicht so schlecht. Mal schauen, wie schaut es hier aus. Oha. Ja, hier ist leider dasselbe Problem wie bei der anderen. Das ist wirklich leider sehr, sehr, ja, wenig verwindungssteif. Jetzt schauen wir uns das Ganze hier nochmal an. Und so. So, mal ganz nach unten befestigen. Oha, schaut mal hier. Schaut mal hier. Ich mache das hier mit einem Finger. Also ihr seht hier, wenn wir hier unten arbeiten, ist es eben leider wirklich nicht sehr stabil. Also hier fehlt die Versteifung. Schauen wir noch mal kurz zur Record Power hier rüber. Hier sieht man das ganz gut. Das ist hier wesentlich breiter gebaut. Wir haben hier viel, viel mehr Material bei dem Ganzen. Lass uns das mal so im Vergleich sehen. Ja, schaut mal hier von vorne. Das ist einfach hier mehr Material und dadurch wackelt das Ganze eben nicht. Ja? Dadurch ist es eben stabil und das macht sehr, sehr, sehr viel aus. Und wenn ich jetzt hier das wieder festmache, das ist Wahnsinn. Ja? Wie stabil das Ganze ist, haben wir hier nicht. Aber wir haben hier wieder die schöne Öffnung, wirklich sehr, sehr schön. Und wir sehen hier, dass hier auch sehr wenig Material hier verbaut ist, um das Ganze hier verwindungssteif zu machen. Und schaut mal hier, das hängt hier an diesem Bereich. Und da ist auch das Problem, da kommt das Ganze her. Deswegen kann ich das halt so gut bewegen, weil hier der Kopf, sage ich jetzt mal, so aus recht dünnem Material ist. Schaut mal, also jetzt mal im Ernst. Schaut mal hier drauf, schaut mal hier drauf. Ja, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr drückt hier vorne ja mit Material gegen das Sägeblatt. Und natürlich wird dann das Sägeblatt sich auch mit verziehen und das ganze Teil hier wird sich verziehen. Also das würde ich nicht so super stabil. Dann gucken wir mal hier unten rein. Geht ja sehr schnell. Können hier wunderbar auch rangehen. Was wir hier sehen, ist Folgendes. Wir haben hier die Möglichkeit, zwei Geschwindigkeiten einzustellen. Hier, das ist die langsame Geschwindigkeit und hier haben wir die höhere Geschwindigkeit. Also hier können wir in der Geschwindigkeit variieren. Dazu müssen wir hinten das Ganze, den Motor leicht lösen. Dann können wir hier den Riemen umsetzen und können dann mit einer höheren Geschwindigkeit arbeiten. Es ist echt viel Fummelei. Es dauert auch einen Augenblick und dann geht es um einiges schneller. Wir haben hier übrigens auch keine Dichtung. Das ist Metabo vorenthalten hier heute. Was ich schön finde, ist, dass man hier recht einfach, ja, solche Dinge hier auch an- und abschrauben kann. Ja, das ist genauso gut auch wie bei den anderen Geräten. Und natürlich, dass man hier trotzdem das Ganze auf und zu machen kann. So, dann haben wir hier natürlich noch unseren Anschlag, unseren Parallelanschlag. Hinten keinerlei Befestigungspunkt, was ich schade finde. Was wir hier aber sehen ist, wir haben hier eine Libelle verbaut, die man sehr gut ablesen kann. Ja, also man kann hier wirklich sehr schön an der Libelle das Ganze ablesen und dann hier entlang sägen. Aber, schauen wir mal, nein, also stabil ist ja auch, auf jeden Fall stabil genug. Ja, da kann man nichts sagen. Das funktioniert. Okay, lasst uns sägen. Ach, eine Sache habe ich noch vergessen. Wir haben hier noch eine Lampe. Auch hier haben wir wieder eine Lampe hinten mit dran, eine Leuchte und können hier unser Arbeitsfeld mit beleuchten. Denn wir haben hier eine Verschlusskappe auf der Absaugung und was wir auch sehen, wir haben hier entsprechende Möglichkeiten, hier den 100er aufzustecken, wie wir sehen. Ja. Und auch hier verschiedene Durchmesser, um das für dich Passende hier zu nutzen. Hier ist das Ergebnis hier unten. Also die Absaugung scheint wirklich gut gearbeitet zu haben. Könnt ihr auch mal reinschauen. Ja, also hier
Seht ihr eigentlich gar nichts. Wenn, dann ist es nach unten durchgefallen bzw. hier entsprechend abgesaugt worden. Schaut mal, so sieht das Ganze jetzt aus. Und Winkligkeit ist was anderes. Also ihr könnt hier sehen, wirklich, wie das Licht durchscheint, aber auch vor allem auch hier unten seht ihr, dass es wirklich kein gerader Schnitt ist. Übrigens, was man auch sehen kann, ist Folgendes, dass wir hier ist eine Welle drin. Also hier an der Stelle ist wirklich eine Welle drin, was in Summe aber daran liegt, dass die Maschine nicht stabil genug ist. Kommen wir zum letzten Gerät. Wir haben ja hier die BS250 Kompakt gehabt und wir haben hier die BS250 Saber. Das heißt, das Topmodell von der BS250 wird auch unterstrichen von diesem vergoldeten Schild hier. Die sieht sehr hochwertig aus und wer sowas mag, für den ist das, glaube ich, genau das Richtige. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Ich persönlich finde, dass das Gerät an sich einen sehr hochwertigen Eindruck erstmal macht. Aber für rund 500 Euro sollte es das natürlich auch. Und dementsprechend doppelt so viel wie unsere Holzmann hier hinten. Aber am Ende des Tages schauen wir uns jetzt doch mal das Gerät an sich an. Wobei das Gerät hier übrigens fast schon eine Berühmtheit ist, denn es ist das Originalgerät, was auch bei Maschinenhandel Meier im Video schon aufgetaucht ist. Wenn ich das Video finde, verlinke ich dir das mal hier oben. Schauen wir mal hier vorbei. Was wir hier sehen, ist, dass wir hier alles verbaut haben, was wir an so einem Gerät verbauen konnten. Aber wir machen es mal genau derselben Reihenfolge. Und zwar, übrigens, das Teil gehört hier nicht hin. Das ist, haben wir nur mal ausprobiert, ob es passt. Schauen wir erstmal auf den Tisch. Hier in Summe auch ein sehr, sehr massiver Tisch. Dann schauen wir mal genauso wie vorhin, ob wir das Ding bewegen können. Ja, also wir können es ja mal probieren, aber es funktioniert nicht. Und in der Richtung, ja, genau so eigentlich wie die anderen drei Maschinen auch oder vier. Ein wenig, aber kaum. So, also das hier ist schon mal wirklich sehr stabil. Wir hatten das hier jetzt noch als Test und ja, also Moment, ich fasse mal hier oben an. Also das ist wirklich enorm stabil. Also das, man merkt wirklich, hier ist jede Menge Material auch verbaut und ist auch wirklich schwer. Dann schauen wir mal hier rein. Jetzt machen wir das mal so, wie wir es vorhin auch gemacht haben. Wir bringen das mal ganz nach unten, befestigen das Ganze hier. Wir sehen hier übrigens schon was sehr Interessantes. Und ihr seht hier, wie breit das Ganze hier ist. Ja? Die Breite ist natürlich auch eine Qualitätsfrage, weil dadurch ist es so, dass es hier sich in sich nicht verwindern kann. Und wenn wir uns das jetzt hier anschauen, so, Moment, jetzt haben wir es in Position. Also auch hier ist kaum Spiel drin, kaum Bewegung. Das ist wirklich sehr, sehr hochwertig gemacht. Auch hier sieht man, es ist extra verstärkt worden und so weiter und so fort. Und wir sehen hier auch, dass sich das Metall hier kaum verwindet. Und die Befestigung ist nicht hier an dem Punkt, wo es in Summe schon instabil sein könnte, sondern am hinteren Punkt, wo es natürlich viel mehr Material hat und dadurch auch viel weniger jetzt sich verwinden kann. Hier haben wir was ganz Wichtiges, und zwar haben wir hier eine Verstellung. Die haben wir, Kleinen Moment, kommt noch mal kurz mit. Ich habe, glaube ich, was vergessen. Die ganz billige Holzmann hat einen Schnellspanner. Schaut mal hier. Hier hinten. Da ist ein Schnellspanner drin. Und zwar hier haben wir einen Schnellspanner. Das ist ja, schaut mal hier. Wir können jetzt hier ganz leicht das Blatt wechseln und dafür ist er nämlich da. Um jetzt ganz, ganz, ganz schnell das Blatt zu wechseln. So, und dann ist es wieder eingestellt. Auf die Art und Weise könnt ihr wesentlich schneller das Blatt wechseln und könnt hier entsprechend hier mal eins raus und wieder reinnehmen, ohne jedes Mal die Blattspannung auch zu verändern. Ja? Und das haben wir hier bei der Maschine auch. Da haben wir hier einen Hebel und können hier einen sehr, sehr, übrigens einen sehr schönen Hebel, schaut mal hier, so, Hebel. Ja, das ist mal ein Hebel. Und dann könnt ihr hier mit dem Hebel dann entsprechend das Ganze hier auch jetzt lösen. Ich mache es auch wieder fest. So. Und das Ganze ist gespannt. So, Moment. Ich mache es mal für euch wieder hoch. Dann bleiben wir erstmal kurz hier. So.
Wenn wir mal kurz hier, wir haben jetzt hier, wie ihr seht, auch wirklich ein sehr, sehr hochwertiges Material hier auch verbaut, auch recht viel Material verbaut. Auch hier in der Spannvorrichtung ist überall wirklich nicht am Material gespart worden. Ja. Was wir aber sehen, ist, dass wir hier keine Dichtung haben, ja, auch wie beim anderen, hier auch keine Dichtung haben, sodass, wenn hier mal Material nach oben kommt, dass es natürlich entsprechend schon hier sich sammeln wird oder dann hier auch etwas durchrieseln kann. Schauen wir mal hier unten, auch hier wieder die übliche Schraubvorrichtung und auch hier keine Dichtung. Wir haben vorhin schon mal ein paar Testschnitte gemacht. Wir machen das mal raus für nachher. Was wir hier auch sehen, wir können hier auch die Gänge wechseln, können hier auch also auch in eine höhere Geschwindigkeit gehen und dementsprechend noch schneller durchs Material kommen. Ja. Das können wir hier machen und ich zeige euch mal was sehr interessant ist mit einem Gerät. Und zwar seht ihr hier alle Kugellager, die hier, also Anschlaglager, sind hier so gelagert, dass du sie nicht mit einem Imbus öffnest, sondern hier mit nur dieser kleinen Schraubvorrichtung. Auf die Art und Weise ist es so, dass du sehr einfach dir die Maschine einstellen kannst. Und jetzt schau mal von da hinten. Du kannst hier einfach hier drauf drücken, hier, kannst das mit der Hand ranführen, so, und kannst es dann festziehen. Ich finde das sehr schön gelöst. Und auf die Art und Weise fällt es einem wirklich leicht und einfach, es einzustellen. Denn das Einstellen einer Bandsäge ist wirklich sehr, sehr wichtig. Aber da kommen wir nachher nochmal dazu. Also das ist wirklich schön gelöst. Ist auch die beste Einstellung hier von allen Maschinen mit Abstand. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man hier um das Ganze hier nicht so gut richtig drum schauen kann. Aber es ist leider eine EU-Vorgabe, so etwas hier drum zu machen. Finde ich ein bisschen schade. Aber es ist halt so. Also man kann es natürlich auch abbauen. Ja? Also einfach hier über die zwei Schrauben einfach ab und dann würde es auch funktionieren. Gut. Dann kommen wir zum letzten Teil, dem Anschlag, den wir hier dabei haben. Und das ist der hier. Wir haben hier einen sehr schönen Hebel, kann man wirklich nicht sagen, um das Ganze festzuziehen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir hier auch hinten keine Möglichkeit haben, das hinten festzuziehen. Aber sei es drum. Die Frage ist, wie stabil er ist. Ja, und ja, also der, ja, Freunde, also das ist stabil. Da kann man, also das, ja, stabil. Das haben wir dabei. Wir haben auch hier denselben Anschlag. Den kennen wir schon von vorhin. Ja, alles das Gleiche. Jetzt aber Sägen. Halt! Natürlich auch wieder die Absaugung. Hier bei der Absaugung haben wir eine besondere Situation. Wir haben hier so 65 mm außen und ich glaube, es werden 60 innen sein. Da passt natürlich hier meine große Absaugung nicht drauf. Das bringt hier gar nichts. Ich habe gerade mal probiert, das ist, glaube ich, hier ein 75er, passt auch nicht. Und hier ein 50er, passt, ist zu klein. Und hier, naja, wenn ich das jetzt mit Panzertape festmache, würde es funktionieren. Also das wäre so das Maximum, was jetzt gehen würde. Oder wir haben halt einen passenden Adapter. Wir sehen hier aber auch hier wieder, ist ein sehr feiner Schnitt möglich, ja, auch über die gesamte Länge, selbst aus der Hand, finde ich sehr schön. Bevor wir jetzt aber zum Fazit kommen, nochmal ein Hinweis von mir zur Benutzung von Bandsägen. Und übrigens, ich hätte euch noch viel mehr zeigen können, das war jetzt nur ein kurzer Überblick, denn man kann zum Beispiel die Tische auch noch neigen, so wie hier zum Beispiel, ja, bei allen. Wie kann man die Tische einstellen und so weiter und so fort. Aber zum grundsätzlichen Verständnis der Geräte und welches Gerät eher für dich geeignet ist, ist das, glaube ich, aus meiner Sicht so, ja, ausreichend. Aber jetzt nochmal ein, zwei Hinweise für diejenigen, die noch nicht so bewandert sind im Thema Bandsägen. Ein ganz wichtiger Hinweis von mir ist auf jeden Fall, wie stellt man die Höhe hier ein? Wenn du jetzt ein bestimmtes Material hast, wie jetzt zum Beispiel wegen das hier, so, jetzt möchtest du das in der Höhe sägen, dann stellst du dir das natürlich hier in deiner Höhe ein. Ja, mal schauen, ob es drunter passt. Wahrscheinlich ganz knapp jetzt nicht. Ah, gerade so. So, dann stellst du dir das Ganze jetzt so ein. Fein. Wenn du jetzt aber das hier hast, dann kannst du das natürlich hier trotzdem jetzt sägen. Machst du aber nicht. So bitte nicht sägen. Stell dir das bitte immer so ein, wie du es für dein Material brauchst. Geh aufs Material runter, geh ein kleines Stück wieder hoch, stell es fest
und dann säge bitte so an der Stelle. Ganz einfach, weil es mehrere Vorteile hat. Der wichtigste Vorteil ist erstmal, das Sägeblatt ist nicht offen. Ja, du kannst nicht so leicht ins Sägeblatt reinkommen, reinfassen und natürlich niemals ins Sägeblatt fassen. Ich denke, das ist jetzt selbstverständlich, oder? Das ist die erste Sache ist, ihr habt hier jetzt kein offenes Sägeblatt. Der zweite Punkt ist aber auch, wenn du das auf die richtige Höhe einstellst, dass natürlich das Sägeblatt stabilisiert wird dort an der Stelle. Der zweite Tipp, den ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte, ist folgendes. Du musst jede Säge dir immer entsprechend einstellen. Und zwar an einigen Punkten. Wenn du sagst, du hast ein Standard-Sägeblatt, dann ist es auch relativ einfach. Dann machst du es einmal und kannst damit wirklich auch ein paar Tage oder einige Zeit auch sägen. Aber eine Bandsäge sollte immer, wie auch die meisten anderen Werkzeuge, mal nachjustiert werden. Also allererstes, worauf du achten musst, ist, ob du jetzt hier im rechten Winkel bist. Ja, wir haben hinten eine Skala, aber achte darauf, dass dieser Winkel hier passt. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, achte darauf, dass diese Kugellager, die siehst du, glaube ich, hier noch ein bisschen besser an der Stelle, dass diese Kugellager hier richtig eingestellt sind. Ja? Das liegt daran, die Kugellager müssen so eingestellt sein, dass sie ganz knapp vor dem Sägeblatt sind. Ja? Ich selbst mache immer Folgendes, dass ich mir einfach ein Blatt Papier nehme, lege das ans Sägeblatt, lege das Kugelblatt dran, mache es fest und dann nehme ich das Blatt Papier wieder raus oder den kleinen Papierschnipsel. Auf die Art und Weise ist es so dünn dran, dass es dann bei leichter Bewegung noch rechts und links etwas Spiel hat. Dafür ist das da. Aber macht es nicht knirsch dran und sagt, jetzt muss es funktionieren, sondern es muss ein ganz leichtes Spiel haben. Vor allem auch das hinterliegende Kugellager sollte entsprechend dieses Spiel haben. Nächster Tipp ist folgendes, und zwar macht das Ganze hier nicht zu stramm. Also macht jetzt nicht eine zu stramme Blatteinstellung. Wie stramm das Blatt sitzen sollte, das ist, ja, ich habe das Gefühl, das ist fast schon eine Religion, wie man das Ganze macht. Auf jeden Fall macht es nicht, dass ihr sagt, so stramm, wie es irgendwie geht. Es muss noch ein bisschen elastisch bleiben, sonst könnte es im Zweifel reißen. Und das wollt ihr auf keinen Fall. Kommen wir jetzt zu meinem Fazit. Und hier ist es so, dass wir hier bei Holzmann anfangen müssen und haben hier ein Gerät so in der 200, 250 Euro Klasse. Und wenn wir uns das anschauen, das Gerät ist zu weich. Ja? Also von mir ganz klar keine Kaufempfehlung, weil ich sagen muss, wenn es kein anderes Gerät in dieser Preisklasse geben würde, dann würde ich sagen, naja, vielleicht um mal einfache Sachen zu machen. Aber ihr habt hier die Metabo, für nur 50 Euro mehr bekommt ihr das Gerät, wo ihr ein wirklich stabiles Gerät habt mit allem drum und dran und habt hier richtig Spaß. Ja, also das ist wirklich ein Gerät, mit dem man alles machen kann, was man in dieser Preis- und Größenklasse eigentlich erwartet. Und ihr habt hier ein sehr solides Gerät mit allem drum und dran. Deswegen hier würde ich sagen, ja. Das hier ist aus meiner Sicht auch ganz klar unser Preis-Leistungssieger, den wir hier haben. Ja? Also wenn es nur geht um das Thema Preis und Leistung, wäre ich persönlich am ehesten bei Metabo. Und dann schauen wir mal hier nochmal rüber zu dem Gerät. Ich habe bei dem Gerät, habe ich ja vorhin gesagt, Mensch, die Höhe passt mir gar nicht. Und was habe ich vorhin gemacht, als ich geschnitten habe? Ich habe hier davor in der Hocke gestanden und habe dann so gesägt, weil das einfach zu niedrig ist. Also das macht irgendwie keinen Sinn. Das macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn, wenn das Gerät hier noch über dem Preis der Record Power liegt. Weil das hier ist ganz klar das bessere Modell. Es ist stabiler, es ist durchdachter, es ist hat einen wirklich sehr guten Schnitt gemacht. Ihr habt ja gesehen, hier der Schnitt war leicht hohl. Insofern das hier auf jeden Fall das klar bessere Gerät als das hier. Und wenn ihr es unbedingt auf eine bestimmte Höhe haben wollt, dann nicht mit dem Fuß hier. Dann baut euch was selber oder kauft euch irgendwas anderes, aber das funktioniert aus meiner Sicht so nicht. Wir haben hier bei den Record Power Geräten, bei beiden Geräten gesehen, das sind sehr solide, sehr hochwertige Geräte, die genau das machen, was sie sollen. Sie sind ein Tischgerät, die auf ihrem Qualitätsniveau wirklich sehr, sehr gut sind. Bei der Maschine hier nochmal eins obendrauf. Ich glaube, das ist das Maximum, was man von so einem kleinen Gerät hier wirklich erwarten kann. Ich finde zum Beispiel super, dass wir hier auch die Schnellspannvorrichtung haben und auch wie solide es an jedem einzelnen Stück hier ausgearbeitet ist. Dass der Absaugschlauch da hinten nicht so schön ist wie bei der Kompakt, sei es drum, wir wissen alle, dass wir das Ganze hier optimieren können und auch was anderes hier verwenden können. Insofern ist das hier natürlich ganz klar von der Leistung her und von der Präzision das Gerät, was
ja am besten ist. Man muss aber ganz klar sagen, wenn wir jetzt hier zwischen wählen müssen, musst du für dich entscheiden. Ist es eher unser Preis-Leistungs-Gerät oder wirklich das Gerät, wo du sagst, noch mehr Leistung, noch mehr Power, noch mehr Qualität, noch ein Quäntchen mehr. Oder gehst du vielleicht bei Metabo noch eines mehr hier dann in Richtung Kompakt. Du hast ja alle drei Geräte hier gesehen. Aus meiner Sicht sind das die drei Geräte, zwischen denen du dich entscheiden solltest. Und ich bin gespannt, welches es ist bei dir. Denk dran, schreib unten in die Kommentare, hast du eins der Geräte? Hast du vielleicht auch einen Holzmann oder noch ein ganz anderes Gerät? Dann schreib es mal unten in die Kommentare, denn du hast immer noch die Chance natürlich hier auf den Gewinn der Metabo heute. Und ich würde auch mich freuen, wenn ihr eure Meinung schreibt, auch zu unserer Kooperation oder zu unserer der Tatsache, dass wir hier Maschinenhandel Meier mit in der im Test drin hatten. Und ich möchte noch mal eine Sache ganz deutlich sagen. Das ist mir wirklich wichtig. Und zwar Folgendes. Die Kollegen von Maschinenhandel Meier haben uns das zugeschickt und wir haben keinerlei Vereinbarung über das Testergebnis. Also ob ich das Gerät jetzt hier wunderschön oder wunderschlecht bespreche, das können die Kollegen weder beeinflussen, noch wissen sie das, noch haben sie auch nur ein Wort in der Richtung gesagt. Das ist mir wirklich, wirklich wichtig. Nicht, dass ihr denkt, dass wir jetzt hier uns irgendwie die Bälle hin und her spielen. Das ist nicht der Fall, sondern die Geräte hier von Record Power sind wirklich gut und machen hier im Vergleich wirklich eine sehr gute Figur. Und jetzt bleibt mir nur ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.